Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich würde jetzt gerne mit euch schauen, was die kommende Woche bereithält. Bitte nehmt nur das mit, was euch ein Beitrag ist. Lasst alles andere hier. Nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schaut auch einfach nochmal bei eurem Mond- oder Sonnenzeichen nach oder bei eurem Aszendenten. Der ein oder andere geht damit vielleicht ein bisschen mehr in Resonanz. Ja, und wichtig ist mir auch immer noch zu sagen, Karten sind Tendenzen und bitte, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Und wenn du Interesse hast an einer persönlichen Legung, dann melde dich doch gerne bei mir. Nähere Informationen dazu findest du im Infokanal. Meine lieben Fische, wir starten jetzt mit der Hauptenergie, mit den Tarotkarten für euch in die kommende Woche. Das ist die KW 43 vom 23. bis 29.10. Ich werde jetzt eine Hauptenergie für euch ziehen, welches Thema bzw. welche Energie ja, sich hier besonders zeigt in der kommenden Woche, was für euch beitragend ist zu wissen. Denn all das, was wir wissen, können wir ja auch ein Stück weit aktiv verändern und auch gegensteuern. So, wir schauen mal. Uiuiui, das kamen sie schon. Was haben wir denn hier für euch, ihr Lieben? Die zwei der Stäbe. Ja, so ein bisschen Lustlosigkeit kommt mir hier rein. Ja, so eher neutral oder auch gleichgültig. Man wägt so ein bisschen ab, so wie hier mit dieser Kugel, ne? Nehme ich die jetzt so, nehme ich die nicht? Sich vielleicht auch so ein Stück drücken vor irgendeiner Entscheidung. Ja, einfach Unentschlossenheit kommt mir hier wirklich rein. So ein Zögern, so eine Unentschlossenheit. Wir schauen mal mit den Lenormand-Karten, was wir dazu noch für euch an Energie kriegen. Liebe Fische, um was geht das hier im Kollektiv? Was ist hier beitragend zu erwähnen? Den Siemerweg einmal für die lieben Fische. Für die kommende Woche. Was ist hier wichtig zu übermitteln? Da hat es gestoppt. Und ich lege einmal aus. So, und dann hätte ich noch gerne eine Energie von den Tarotkarten für die Laufen der Woche, beziehungsweise wie gehen denn die Fische aus dieser Woche? Was ist hier noch wichtig zu übermitteln? So, da wollte sich eine zeigen. Das Ass der Schwerter. Hier geht es um eine Chance auf einen Neubeginn, ja. Hier geht es um kluge Entscheidungen, klärende Gespräche vielleicht für den einen oder anderen, wirklich Chancen zu nutzen, hier auch mit den neuen Wegen, neue Wege zu gehen, ja. Wichtige Erkenntnisse einfach auch zu erhalten. Ja, Ideen, die jetzt so Gestalt annehmen. Irgendein Durchbruch zur Lösung. Ich schiebe mal ein Stück, damit ihr das besser seht. So. So. Dann deuten wir mal zusammen. Also, ihr startet irgendwie so ein klein bisschen lustlos und wisst nicht so ganz. Seid so ein bisschen am Überlegen, ja, was mache ich denn jetzt hier? Es kann auch sehr, sehr hektisch für einige sein, beziehungsweise für einige, die Eulen sprechen immer von Hektik, Nervosität. Ja, nicht so ganz zu wissen, was man will. Und das Gefühl kam mir hier auch. Der guckt so auf diese Kugel, tja, was möchte ich eigentlich? Wo geht's jetzt für mich hin? Ja, diese Unruhe, dieses, ja, nicht wissen, wohin und auf Informationen warten. Ihr werdet aber diese Stärke haben, hier auf diese Informationen zu warten und werdet hier mit Geduld auch anscheinend reingehen. Für viele wird sich hier entweder im beruflichen neue Wege oder in irgendeiner anderen Beständigkeit im Leben neue Wege auftun. Ja, da kommt für den einen oder anderen jemand auf einen zu.
Für den einen oder anderen hat das hier auch was mit Liebe zu tun, vielleicht auch ein neuer Gegenüber oder die in einer Beziehung sind. Da kommen auch Informationen vom Partner. Irgendwas knabbert hier an einem. Irgendwie misstraut ihr dem Ganzen noch am Ende der Woche. Aber es scheinen sich hier wirklich neue Wege aufzutun. Ihr werdet hier Informationen bekommen, entweder über euer Herzensbusiness, ja, oder eure Herzensangelegenheit, um die es gerade bei euch hier im Kollektiv geht. Jeder weiß für sich, denke ich, in welchem Prozess er hier neue Wege gehen möchte. Ja, es wird am Ende noch nicht so klar sein, irgendwas knabbert noch, diese Zweifel, die sind noch da, aber ihr habt wirklich mit dem Ast der Schwerter hier die Chance auf einen Neubeginn, diese Woche hier mehr Klärung für euch reinzubringen. Es ist eine spannende Energie und eine Wachstumsenergie spüre ich hier bei euch sehr stark. Ich frage jetzt nochmal nach einer Seelenbotschaft für die lieben Fische im Kollektiv. Was ist Ihnen hier im Kollektiv ein Beitrag? Eine Seelenbotschaft für die lieben Fische im Kollektiv. Da hat es gestoppt. Die Farben deines Lebens. Entfliehe der grauen Welt der... Also, der grauen Welt entfliehen. Jetzt habe ich gerade gleichzeitig eine Ohrendurchsage von oben bekommen. Das war sehr interessant. Also, es geht darum, wirklich hier dich der Fülle der Möglichkeiten zu öffnen, ja? Du sollst am Anfang der Woche, hast du so ein Schwarz-Weiß-Denken zum Teil, ja? Also es gibt so gar nicht diese ganzen bunten Farben des Lebens, sondern du hast das Gefühl, ich kann nur links oder rechts gehen. Aber es gibt für viele auch noch die Möglichkeit von etlichen anderen Wegen, ja, die gegangen werden können. Du sollst hier wirklich Neues ausprobieren, dein Leben in dir und im Außen bunter gestalten. Ja, eine sehr spannende Energie bei euch. Da wird sich einiges zeigen, was euch am Anfang der Woche noch nicht klar ist. So, wir gucken mal, was für eine tolle Portalaktivierungskarte darf ich denn den lieben Fischen hier für die kommende Woche übermitteln. Was ist hier besonders beitragend? Da hat es gestoppt. So, ich bin Präsenz. Ja, hier geht es wirklich um den Zugang zu deinem eigenen Inneren. Also, das kann sein, was für ein Prozess du auch immer hier durchlebst, ja. Es hat mit dir und deinen neuen Wegen zu tun. Du musst ganz, ganz stark auf dich diese Woche achten, was du wirklich in deinem Leben möchtest. In welcher beruflichen oder welcher Beständigkeit auch immer, ob es das Herzensbusiness ist, ob es ein Prozess in dir, in deiner Beständigkeit ist, ja? Was möchtest du wirklich, ja, um hier in diese Liebe zu kommen und das loszulassen, was an dir knabbert? Du hast hier wirklich die Chance auf einen wahrlichen Neubeginn. Sehr, sehr spannende Energie. Wir schauen nochmal, ihr Lieben, was für ein Krafttier darf ich euch denn hier noch übermitteln für die kommende Woche? Was ist euch hier ein Beitrag? Beziehungsweise welche Botschaft von welchem Krafttier? So, das sind zu viele. Ich hätte gerne intuitiv die für euch. Die Fliege. Lästige Dinge loslassen, Widerstände aufgeben, Umgang mit Besitz. Widerstände aufgeben, das ist das, was hier rauskommen soll. Diese Widerstände in euch selbst, ja, diese Widerstände, diese Unruhe, gehe ich den richtigen, hier in die eigene Stärke zu kommen, diese Verlustgedanken, ja, das, was an euch knabbert, aufzugeben, ja, und wirklich hier auf euer Herz zu hören, in euch selbst und die Wege zu finden, die für euch sich richtig zeigen. Es gibt nicht nur, wie ihr am Anfang denkt, links und rechts. Nein, es gibt noch 5, 6 Wege dazwischen und ihr werdet einen neuen, anderen Weg und eine neue Sichtweise hier erlangen können, wenn ihr euch mit euch auseinandersetzt diese Woche. Liebe Fische, jetzt hätte ich gerne noch eine Engelskarte bzw. eine Botschaft von einem Engel. Was ist euch hier am beitragendsten in der Woche? Da hat es gestoppt.
So. Astara, du verdienst das Beste. Greife mit deinen Träumen und Wünschen nach den Sternen und gehe keine Kompromisse ein. Nein, du sollst wirklich für dich einstehen. Du sollst in deine Stärke kommen, deinen Weg in deiner Beständigkeit mit deinem Herzen gehen. Eine sehr, sehr runde Legung, muss ich sagen, bei euch. Eine sehr schöne Energie. Ihr werdet hier wirklich einen Riesensprung von hier nach hier machen, in euch selbst, in eurem Prozess. Und ich wünsche euch dazu eine wundervolle Woche, liebe Fische. Würde mich freuen, wenn wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen. Der ist noch recht neu. Ich freue mich natürlich über jedes Teilen, damit ich über mehreren Menschen noch ein Beitrag sein kann hier. Und über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch. Und hoffe, ich konnte euch ein Beitrag sein. Alles Liebe und bis bald. Eure Sophia. Tschüss.